Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. 24 Spiele wollen wir hier spielen, 1 Cent Endabrechnung. Wow, erstes Spiel schon mal gigantisch gefunden. Ja, zwei Asse, da müssen wir wohl einen Krang jetzt spielen, ne? Drei Augen gedrückt. Eine Farbe frei. Heißt, diese Farbe kommt jetzt auch genau raus. Aber ich kann das Ass stechen. 16. So. 16, 23. Okay, Kreuz hat er drei, Herz hat er dreimal. 34. Naja, es hat kein Pik, das ist natürlich ärgerlich. Ja. Sehr ärgerlich. 34 und 21. Theoretisch habe ich noch einen Pikstich in der Karte. Hätte ich doch beide Pik wegwerfen sollen, dann hätte ich hier noch mal schneiden können. Das war jetzt sehr dumm, was ich gemacht habe. Der hat ja kein Herz. Aber ich gewinne ja auch nicht mit Herz 10. Ja, beide Jungs auf einer Hand Pik frei. Das war natürlich nicht so geil. Ja, ich muss doch beide Pik wegwerfen, ne? Am Anfang auf die zwei Karos. Ja, weil er Pik 7 nicht mit reingelegt hat. Deswegen habe ich Kreuz weggeworfen. Weil ich dachte, im Pik habe ich noch einen Stich. Aber dann hätte ich mir konsequenterweise Herz 10 auch blank werfen müssen. Ja. Nee, das war eine dumme Idee. Kreuzhand. So, Pik hat er nicht. Karo. Mal schauen. Hat er wahrscheinlich auch nicht, ne? Doch. Ah. Bei einer 27er Reizung. Der Karo Ass. Relativ kurz. So, ich denke mal, hier werden wir jetzt ein Null spielen. Vielleicht können wir sogar ein Nullerwehr spielen. Naja, ich glaube, wir machen das. Wir spielen Nullerwehr. Kein
Kreuz gedrückt. Ja, der kann trotzdem verloren gehen. Die Abwurfmöglichkeiten sind da. Bei Pik sind drei draußen. Und, oh, ja, das denke habe ich dann noch gewonnen. Ja, wenn ihr dieses Licht hier seht, das ist die Sonne. Ich habe nämlich hier Naturbeleuchtung, Fenster auf. Und eigentlich ist es bewölkt, aber die Sonne scheint jetzt gerade durch die Wolken durch. Oh, vier Jungs habe ich schon ganz lange nicht mehr gesehen. Zwei Kreuzen im Skat, naja, wenn ich da keinen Gang probiere. Soll ich meine Karte gleich verraten mit Kreuz? Ist vielleicht nicht so ganz geil. Na, ah, jetzt ist alles super. Karo einfach. 18 hätte ich gesagt, aber sind schon bei 20. Beziehungsweise ich hätte 20 sagen müssen. Karo ist Trumpf. Wow, da bin ich ja froh, dass ich nicht die 18 gesagt habe. So, jetzt ist die Sonne auch hinter einer Wolke verschwunden. Hat er drei Buben? Nee, hat er nicht. Er hat schon zweimal gestochen. Macht das Sinn, den mitzunehmen? Zweimal gestochen, zweimal gezogen. Er hat sechs Trümpfe. Nee. Was denn das? Ist das traurig. Er hat noch zwei Trümpfe. Ich kann ihm jetzt nicht das Kreuz Ass anbieten. Ah, das macht Flashdance. Das macht Spaß am Spiel schon. Das war doch klar, dass jetzt bei mir das Ass kommt. Es ging gar nichts anderes. Es war unmöglich, dass jetzt was anderes kommt. Warum spielt er kein Pik? Oh Gott, Pik König hätte er legen können. Oi. Das war ja auch ein Ding. Der macht mit seiner blanken Pik Dame einen Stich. Oh Gott, oh Gott. Naja, wir haben trotzdem gewonnen, aber das war nicht gut gespielt. Von Spaß an Spiel. Ganz schlecht sogar. Pik König nicht raufgelegt. Nochmal Kreuz gespielt. Meistens ist es schon schlecht, das zweite Mal Schuss zu spielen. Und Spaß am Spiel hat sogar das dritte Mal Schuss gespielt. Wo zwingend bei mir das Ass kommen musste. Das wusste Spaß am Spiel. Ich konnte keine andere Karte mehr haben als das Ass. Ich hatte einen Stich davor ja schon die 10 gelegt. So, gespielt wird Grang. Ich habe überhaupt nichts. Doch bei 24 kann ich mal Kreuz ausspielen.
14. Herz hat er nicht. Nee, da schneide ich mal. Karo, aber der hat drei Asse, ey. Karo Ass war bestimmt blank. Er hat sogar Karo Ass und 10. Heftig. Bei 18 das Spiel bekommen. Eieieiei. Den will ich schon wieder nicht spielen. Spielen wir 0. Ja, ohne 3. Farbe finde ich schon recht teuer, obwohl der nicht schlecht ist. Wenn Karo blank ist, hat er noch 2 Abwürfe. Also wenn Spaß an Spiel blank Karo ausgespielt hat, hat er danach noch 2 Abwürfe. Nö. Karo steht 2-2. Das ist ja wunderbar. Tja, hier ist die Überlegung, ob man da Herz 10 abwirft oder Pik Dame. Stand alles wunderbar für mich. Wir stehen alle fast gleich. Bei 20 bekomme ich das Spiel. Der Skatweight war jetzt eher schlecht für mich. Mittelhand. Spiele ich den zweimal von oben, oder? Ich glaube, wenn Herz. Ja, jetzt kann ich von unten spielen. Sonst hätte ich wahrscheinlich von oben spielen müssen, wenn ich auf Schuss gekommen wäre im ersten Stich. Na, mal gucken, was jetzt kommt. Eigentlich hätte er, ja, wollte ich doch sagen, eigentlich müsste er Herz nachspielen. Ah, gut, der Kreuz war glücklicherweise nicht blank. Dann kriege ich meinen König nach Hause. So, jetzt bin ich sogar Tischbester. Passe, passe, sage ich 18. Wieder mal 2 Asse. Da hatte ich schon mal ein Spiel verloren, wo ich 2 Asse gefunden habe. Tja, hier ist halt die Frage, ob man Pik König und Karo König drückt oder ob man hier Pik Bilder drückt. König und Dame. Aber ich sehe gerade, da ist die Sonne schon wieder. 6. Hat er die Karo 10 blank gehabt? Weil er kein Karo nachgespielt hat. Gleich auf Kreuz gewechselt. Und das war gut für mich. Trumpf Ass als Geschenk. Und Karo 10 war wirklich blank. Da habe ich ja wieder mal
Glück gehabt. Na, mal gucken, ob Flashdance jetzt was schreibt. Das hat er natürlich recht. Das ist unglaublich. Ach Mensch. Ein Spiel verschenkt und sofort einen Grang bekommen. Werde ich mal eine von meinen drei Damen ausspielen? Herz 10, Herz König legen, ne? So, ich denke, das ist jetzt auch ein gewonnener Grang. Ich krieg's bei 18. Ah ja, mit Herz Bube im Skat ist der natürlich noch viel stärker. 7 Augen gedrückt. Das Ekligste wäre jetzt Kreuz Ass Abstich. Oder Karo Ass Abstich. Aber Kreuz Ass Abstich wäre noch schlechter. Dann blanker Einschub ins Karo. Noch zwei Kreuzstiche mit Ladung und noch ein Pikstich. Ne, wenn alle Piken auf einer Hand stehen. So, Herz Lusche, jetzt kann ich ihn nicht mehr verlieren. Ja. Rest Schneider. Kreuz 2-2. Pik 2-2. So, und jetzt das Ding in Vorhand. Jetzt kriege ich richtig gute Karten. Das kann man auch als Grang reizen. Und mit dem Skat ist der auch wunderbar. Nicht zu verlieren. Ich kann nur zwei Stiche abgeben. In Vorhand mit Kreuz Junge. Wenn die Buben verteilt sind, ist er immer Schneider. Nee, Buben auf einer Hand. Weggeworfen. Gucken, was der wegwirft. Kreuz. Nochmal Kreuz. Nochmal Kreuz. Das ist der zweite Pik, der weggeworfen wurde. Ja. Wieder beide Jungs auf einer Hand, Pik frei. Hatten wir schon mal bei dem Grang, den ich verloren habe. Kreuz ist Trumpf. Ich habe vier Trümpfe dagegen.
14, 35. Na, ich glaube nicht, dass wir gewinnen. Herz 10 war blank. 45. Oh. Ja, das war mit Herz. Ja, wenn er gleich Karo Ass lädt, dann gewinnen wir. Dann spiele ich Karo 10 vor. Schade. Die blanke 10 hat ihm zum Sieg geführt. Ich komme auch nicht drauf, dass die 10 blank ist. Weil wenn ich nicht Herz Ass spiele, sondern Karo, ich muss Karo 10 spielen. Er darf nicht Karo Ass legen. Das muss auf jeden Fall auf Trumpf rein. Naja, das wäre ja Hellsehen. Woher soll ich das wissen? Dass ich Karo 10 spielen muss und er nicht mit Karo Ass drauf geht. Weil wenn ich Karo 10 spiele, denkt er vielleicht, ich habe Karo 10 blank und geht dann doch rauf. Schwieriges Spiel. Ist ja unser. Da haben wir uns gerade noch so rausgemogelt. Kreuz, ja, komme ich mal blank raus. Mach zwei sichere Trumpfstiche. Vielleicht machen wir sogar drei Trumpfstiche. 10. 16. 26. Wir sind raus. 34. Das ist ja Trumpf. 39. Oh, junger Ass im Skat, ey. Das ist krass. Schon zweimal. Ich glaube, in dem Fall drücke ich mal sogar eine Farbe weg und nicht zwei Bilder. Schon zweimal, dreimal super gefunden. Zweimal zwei Asse und einmal jetzt junger Ass. Wahnsinn. Kann ich sogar schneiden. Jetzt kann ich nur noch drei Stiche abgeben. Ein Pik ist weggeflogen. Könnte sein, dass die Restpik auf einer Hand sitzen. Ja. Ich komme immer in Mittelhand. Das ist ja unglaublich. In jeder Farbe.
Das ist ja lustig. Flashdance schreibt hier wieder nur Müllspiele und hat aber 7 Spiele. Und er Spaß am Spiel hat nur 2 Spiele und er schreibt nur Müllspiele. Komm, da bin ich mal ein bisschen defensiv und pass mal mit 5 Trumpf. Tja, der 0. Nee. Na, 7, 8, König Ass ist schon richtig schlecht. Und dann bin ich ja noch in jeder anderen Farbe auch drin. 8, 9 ist noch am besten fast. Ein Karo, wenn ich keinen mehr dazu finde. Pik ist Trumpf. Ja, hier ist die Frage, Blank Herz oder Kreuz unter Ass? Der schneidet. Spielt dann Karo Ass. Tja, wie viele Trümpfe sind das? Hat er abgeworfen? Heftig. Achtundsechzig. Ja, hätten wir 5 Augen mehr gekriegt, wenn er den nicht abgeworfen hätte. Da auch nicht gereicht. Gerang und kommt mit Kreuz 10 raus. Wir sind aus dem Schneider. Hat er mit Vieren? Ja, hat er. Hier sage ich mal 18. So, mehr als 27 sage ich nicht, damit ich alle 3 Farben spielen kann. Pikant. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass er den bedient. 14. König scheint im Skat zu liegen. Hat mit der 10 gestochen. 18. Ah, jetzt wäre es gut, wenn Herz kommen würde. Oh, er hat kein Herz. Hat schon zweimal gestochen. 40. Ah, er hat aufgegeben. So, wir sind durch. Ja. Das ging flott. Mit dem Krang mit Vieren hätte Flashdance beinahe noch gewonnen. So, gucken wir mal, wie das ausgegangen ist. 5,31 € habe ich gewonnen. Bei 1 Cent Abrechnung. Ein verlorenes Spiel, 50 Cent geht an den Veranstalter. Ja, damit verabschiede ich mich von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's gut, bis bald, euer Quantus.